Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der 500er-Karte in Supremacy 1914. Wir haben Tag 46 und wir stehen jetzt auf dem vierten Rang mit 135 Siegpunkten und wir haben insgesamt jetzt 368 Provinzen. Ja, der Kampf läuft, beziehungsweise der Kampf ist schon bald fast vorbei. Wir konnten die große Heeresgruppe von Astrachan besiegen. Sie haben uns angegriffen über Nacht und als ich aufgewacht bin, habe ich dann hier so ein paar Stacks dann geteilt und konnte dann auch den Arti-Stack durch meinen anderen Arti-Stack zurückdrängen. Und die stehen jetzt hier anscheinend so ein bisschen rum. Ich weiß nicht, was die hier machen. Und jetzt zerstöre ich gerade mit Hilfe von Chagais Arti-Armee, Chagais Nahkampfarmee, meiner Nahkampfarmee, die ja leider eine Arti-Armee war. Und ja, da könnt ihr ja mal sehen bei den Verlusten. Also das ist schon echt schmerzhaft, dass das hier über Nacht passiert ist. Aber gut, da kann man nicht so viel machen. Das ist halt so. Dafür haben wir noch diese 43 Artis. Dann haben wir noch 18 Artis plus 43 Artis. Hier haben wir nochmal ein bisschen Nachschub. Die schießen alle auch schon. Diese 15 könnten eigentlich auch mal angreifen. Beziehungsweise die schicke ich mal zu dem großen Stack, damit der nochmal ein bisschen geschützter wird. Damit die Artis vor allem ein bisschen mehr Schutz bekommen. Und dann ist der Stack hier auch bald zu Ende und sie haben ja schon wirklich echt viele Verluste gemacht. Und auch dieser Stack hat ein paar Verluste gemacht. Sie hatten ja knapp 83 Artis oder sowas. Jetzt haben sie auch sehr viel verloren. Das war auch vor allem durch diesen Stack, der ja den Arti-Stack angegriffen hat. Und darauf haben sie sich dann ja zurückgezogen. Ich kann ja mal in der Zeitung auf die Verluste gehen. Da gehen wir mal auf meine. Und dann haben wir hier die Verluste. Nämlich Astrachan mit 943.000 und ich mit 714.000. Diese ganzen Verluste wären vermeidbar gewesen. Aber da sie ja jetzt mit der Nahkampfarmee angreifen, ist es dann auch schon sehr schwierig, sowas zu vermeiden, auch wenn man das eigentlich gern möchte. So ist das jetzt leider. Wir werden sehr viel Truppen verlieren. Wie gesagt, diese ganzen Truppen und die ganzen Artis, das ist halt sehr schmerzhaft. Aber demnächst könnten wir hier vorrücken. Ich hoffe es zumindest. Das einzige Hindernis, was wir jetzt noch haben, ist nicht diese Armee, sondern ernsthaft Nachschub von Nordland Troms. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, sie gehen ja auch irgendwie hier lang, aber ich habe sehr Angst, dass sie jetzt auf einmal hier so kommen und dann meinen Ally überlaufen. Also werde ich jetzt so schnell wie möglich Richtung Hauptstadt von Astrachan gehen, die dann schlagen. Danach kann man vielleicht Turgai machen, aber jetzt erstmal dieses große Astrachan ausschalten und danach kann man dann ja weiter überlegen, wie es jetzt hier weitergeht, weil wenn erstmal die Hauptstadt von Astrachan fällt, dann sind sie, glaube ich, besiegt. Außerdem leisten meine Bomber auch einen guten Job. Ich habe leider einen Bomber jetzt beim letzten Angriff verloren, aber die sind auch groß daran beteiligt, dass wir hier diese Nahkampfarmee sehr schnell vernichten konnten. Und ja, die Versorgungslinien laufen auch ganz gut. Wir haben immer sehr viel Versorgung hier neu. Allein das, was an Nachschub kommt, ist ja schon wirklich eine eigene Armee fast, wenn man hier mal guckt. Das sind schon viele Artis, Panzer, schwere Panzer. Da kommt ordentlich was nach. Und wir sammeln hier auch schon an den Grenzen mit viel Arti, mit viel Infanterie, bauen auch Festungen aus, einfach damit wir dann im Krieg gegen Japan alles schneller machen können, effizienter. Ihr wisst, was ich damit meine. Und der Krieg gegen Japan, der wird ja ziemlich nervig, glaube ich mal. Denn Japan hat sehr viele Truppen und gegen eine KI so zu kämpfen ist blöd, weil hier dann in jeder Provinz viele Truppen sind, beziehungsweise in sehr vielen Provinzen dann viele Truppen. Das ist nicht so wie bei einem echten Spieler, dass du zum Beispiel hier einen großen Kampf hast und dann ist alles leer. Nein, überall sind Festungen, überall sind Einheiten, das ist alles sehr, sehr nervig und sehr schwer vorzurücken. Das wird auch sehr lange dauern, aber wenn wir erstmal hier fertig sind, beziehungsweise wenn wir hier den Weg freigeräumt haben für Chagai, dann werde ich mich hier nach Asien begeben und dann auch hier weitermachen mit Japan, mit diesen KIs. Hier bin ich auch schon am Vorrücken. So sieht der aktuelle Plan aus. Dann werden wir auch noch weiter vorrücken gegen Papua, was wir auch machen konnten. Wir konnten hier einiges an Provinzen erobern. Ich sehe gerade, vielleicht fällt diese Provinz sogar. Die haben noch so viel Moral und meine Verteidiger haben... Okay, jetzt hat er was Falsches ausgewählt. Okay, die werden das gewinnen. Das geht, glaube ich. Hier steht eine Armee einfach nur so rum. Das ist natürlich nicht so gewollt. Die gehen mal hier hin. Und nicht wundern, ich habe offensiv eingestellt. Also wenn irgendwas im Weg ist, werden sie automatisch schießen und sich dann auch dadurch sammeln können als große Armee. Dann haben wir im Hinterland nochmal ein paar Einheiten, die rekrutiert wurden. Die können ja auch mit an die Front, würde ich sagen.
Ich glaube, hier ist nicht verkehrt. Vielleicht machen wir das auch hier, dann ist das alles ein bisschen schneller. Und dann rücken wir später in Little Sandy Desert East ein. Und hier weiß ich nicht, was wir machen. Ich glaube, Tea Tree wäre eine Option. Ich glaube, das machen wir auch. Gehen wir von hier am besten. Hier ist der Weg kürzer. Gehen wir erstmal hier hin. Mit Offensiv werden sie automatisch schießen. Dann diese drei Truppen. Ah, jetzt, der Tageswechsel ist ja bald schon. Eine Stunde. Okay, dann gehen die erstmal hier hin. Okay, das wird nichts. Die muss ich aufnehmen, weil die Provinz will ich auf gar keinen Fall durch Revolte verlieren. Dann machen wir das so. Und die Infanterieeinheiten werden da noch ganz kurz vor dem Tageswechsel ankommen. Das ist gut. Halls Creek hat auch sehr viel Truppen mittlerweile. Da können wir mal in Baines einrücken. Haben wir verloren, leider. Weil hier auch keine Schlachtschiffe mehr sind. Die sind ja primär hier oben unterwegs gewesen. Aber Papua ist jetzt auch größtenteils besiegt. Also ist das von daher nicht so schlimm. Bald holen wir uns auch die nächste Hauptstadt von einer größeren KI. Nämlich von der Celuna KI. Die hat sehr viel Geld. Und ja, da werden wir uns ein bisschen was abstauben. Und wie ihr hier unten seht, macht jetzt Otago weiteren Fortschritt gegen Melbourne. Sie wollen die einnehmen, kann ich verstehen, haben viel Geld und dann etablieren sie sich hier in Australien. Das ist für mich jetzt okay. Sie waren jetzt auch länger mein Ally, haben mir auch teilweise so ein bisschen geholfen gegen Papua. Und selbst wenn sie mich angreifen, ist das keine große Gefahr. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, könnt ihr machen, kein Problem. Dann haben wir das Speernetz, was ja seit letzter Folge am Ausbauen ist und es ist immer noch am Ausbauen. Teilweise sind hier auch schon Speer platziert und die stehen schon richtig, aber die meisten sind hier noch auf dem Weg. Vor allem hier im Osten ist noch sehr viel auf dem Weg, also da ist noch nicht mal ansatzweise irgendwas da. Das dauert noch mindestens 2 Tage, teilweise auch 3. Also von daher ist hier noch nicht so viel passiert. Ja, die Küsten hier sind jetzt schon ziemlich gesichert, weil hier jetzt alles aufgedeckt ist. Aber dieser ganze Kram im Osten, der muss noch gesichert werden. Und da arbeiten wir aktiv dran. Wir nehmen auch schon die kleinen Inseln ein und machen hier erstmal so einen Kreis drum. Nimm das hier ein. Und dann kann man ja auch hier weiter vorrücken. Also erstmal das, was man haben möchte, so umkreisen. Und dann, genau, dann nimmt man das Festland ein und dann kann man da auch produzieren. Dann seht ihr noch links, Angola ist gefallen, beziehungsweise die ganzen Provinzen sind jetzt an die südlichen Highlands gegangen. Ich weiß nicht, wie sie das hier gemacht haben. Wahrscheinlich dieses Provinzverstecken. Man stellt seine Truppen in die Provinz. Dann wird angegriffen und dann wird die Hauptstadt eingenommen. So denke ich jetzt mal, haben sie das gemacht. Aber da hier ja jetzt teilweise Sachen noch brennen bzw. nicht moralisiert sind, haben sie das wahrscheinlich nicht ganz richtig gemacht. Aber was man sehen kann, ist, dass die südlichen Highlands riesig sind. Die sind jetzt mittlerweile wahrscheinlich das größte Land von den Provinzen her. Ich kann mal hier auf die Provinzen gehen, genau. 465 Provinzen, damit sind sie das größte Land. Die Picardie auch weiter am Vorrücken. Nicht viele neue Provinzen, aber halt das, was für möglich war, haben sie sich genommen. Und leider, leider, leider ist Ospara inaktiv geworden. Es ist echt schade, weil Ospara eine große Hoffnung hat, echt viele Einheiten. Aber wie mir auch in den letzten Folgen aufgefallen ist, ja, haben sie wenig Truppenverschiebungen gemacht. Und wenn sie irgendwelche Truppenverschiebungen gemacht haben, da waren das so Sachen, die schon super alt sind. Ja, und jetzt rückt hier Amerika vor, wird wahrscheinlich auch den ganzen Kram hier gewinnen und dann sehr viel einnehmen können. Und da habe ich jetzt doch noch ziemlich Angst vor. Ja, wir haben ziemlich viel eingenommen, aber es kann jetzt nochmal richtig spannend werden. Denn die Picardie und die südlichen Highlands sind jetzt nicht so groß, dass man sagen kann, die können alleine jetzt gegen Nordamerika und Südamerika kämpfen. Da müssen wir mithelfen. Wir haben ja ziemlich leichte Gegner, nur noch eine aktive Nation hier. Hier ist alles aufgedeckt. Und die haben echt wenig. Und der Rest ist ja KI. Also wir werden das hinbekommen. Dann haben wir natürlich noch hier die Valhalla-Koalition. Die sind ja jetzt ernsthaft beigetreten, was blöd ist. Deswegen wird auch wahrscheinlich Nordland-Troms oder an sich Skandinavien hier mithelfen. Und das ist auch sehr suboptimal für uns. Da weiß ich noch nicht, wie wir das hier machen. Erstmal hier die Armeen zerstören, dann ein bisschen die Lage checken und dann hoffentlich Richtung Hauptstadt gehen können. Aber vielleicht muss man hier auch irgendwie so eine Front etablieren, damit man erstmal den Sturm von Skandinavien abfangen kann und dann die Gegenoffensive starten. So sieht der Plan aus. Und so sieht dann auch aktuell die Welt aus. Für uns sieht es ganz gut aus. Vielleicht nochmal zur Ergänzung: Wir haben Malediven verloren, also Angola greift auch uns an, was ein bisschen blöd ist, aber wir haben ja Armeen, die werden hier gesammelt. Das wird alles kein großes Problem sein. Genau, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge.
und sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Bye.